Mitbewerber Uri Jalo in einer Polizeizelle in Dessau, gefesselt auf einer Matratze. Nach Informationen des ARD-Magazins Monitor geht aus den Ermittlungsakten hervor, dass Jalo mit hoher Wahrscheinlichkeit getötet wurde. In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Deutschland ist von einem weiteren mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau 9 Menschen erschossen. Auch Polizisten waren im Visier bei den rechtsextremistischen Vorfällen der letzten Jahre. Die Chatgruppe Nordkreuz soll geplant haben, Personen des linken Spektrums zu töten. In einem mehreren rechtsextremistischen Vorfällen bei der Bundeswehr-Elite-Einheit KSK. Maßen soll Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 der AfD-Fraktion im Bundestag zur Verfügung gestellt haben, dass das rechtsextreme Trio 10 Menschen ermordet hatte. Ja, kann man jetzt noch von Einzelfällen sprechen oder hat die Polizei ein tiefsitzendes Problem mit Rechtsextremismus?